Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Ich bin auf einem Spaziergang. Ich komme jetzt zurück und komme hier vorbei an einem schönen Plätzchen, an einem Brunnen. Das ist der Nancy-Brunnen an der Stadthalle. Daneben steht eine Bank. Die Bank geht in Richtung Westen, also sie liegt in der Sonne. Ich werde mich hier ein bisschen hinsetzen und ausruhen und noch die Abendsonne genießen. Im Hintergrund rechts sehen Sie die Karl-Birkmann-Brücke. Sie führt über den Stadtgarten, trennt den Stadtgarten und den zoologischen Garten gewissermaßen. Hier der Nancy-Brunnen aus der Nähe. Der Nancy-Brunnen hat Trinkwasser und das Trinkwasser in Karlsruhe ist sehr gut. Hier nochmal ein Blick von der Seite. Hier das Namensschild auch links oben. Nancy Brunnen. Er wurde von einem französischen Bürgermeister, dem Bürgermeister von Nancy, gestiftet. Hier unten haben Sie das Schild Trinkwasser. Also dieses Wasser kann man trinken. Hier nochmal beide Schilder etwas größer. Der Nancy Brunnen. Gestiftet 1962 von Dr. Pierre Weber, also dem Bürgermeister aus Nancy. Darunter steht ehemaliger Oberbürgermeister von Nancy und Ehrenbürger der Stadt Karlsruhe. Nancy und Karlsruhe sind Partnerstädte. Und hier haben wir noch das Straßenschild der Karl-Birkmann-Brücke, also die Brücke, die über den Zoologischen Garten bzw. den Stadtgarten führt, benannt nach Dr. Karl Birkmann. Er war Leiter des Zoos in den 60er und 70er Jahren. Dankeschön.